Hallo Freunde, vielleicht für Neukäufer von älteren Fahrzeugen, also wie in diesem Fall der BMW 320i, Baujahr 2007. Falls jemand da in der Richtung was überlegt und sich fragt, ja, wie ist denn der Ölverbrauch? Also das ist jetzt übrigens ein Touring in dem Fall, aber ich glaube, das macht keinen Unterschied. Also dieser Motor, das ist ein 2 Liter 150 PS Motor, das heißt also der kleinere Motor von den neueren haben, glaube ich, 180 PS, verbraucht in etwa, also in meinem Fall, also wirklich bei meinem Auto, ich weiß jetzt nicht, wie es bei den anderen ist, aber bei meinem Auto verbraucht er in etwa 100 Milliliter Öl auf 1000 Kilometer. In etwa plus minus, je nach Fahrweise und so weiter. Ne? Ob es jetzt viel oder wenig ist, muss natürlich jeder für sich selbst beurteilen. Ne? Also deutsche Autos verbrauchen nun mal Öl, das weiß man in der Regel. Ich kippe einfach nur nach. Ne? Der Sensor zeigt mir zwischendurch an, oh, da muss wieder Öl nachgefüllt werden. Ich kippe nach, fertig. Also ich denke da gar nicht groß drüber nach. Sehe das jetzt auch nicht als ein großes Problem. Ich mache das einfach und fertig. Also vielleicht so als Info für die, die so ein Auto kaufen wollen. Vielleicht auch zwischendurch, der Wagen hat jetzt 270.000 knapp gelaufen. Ne, also ist es jetzt auch kein frischer Motor. Kann sein, dass die mit weniger Laufleistung vielleicht auch weniger Öl verbrauchen. Das weiß ich jetzt nicht. Ne. Aber wie gesagt, auf dem Wege ein kurzes Update dazu, was der Wagen an Öl verbraucht. Für die, die das interessiert. Ja, von meiner Seite war es das. Ich danke euch fürs Zuschauen. Danke für eure Abos und Likes. Und wir sehen uns im nächsten Video, Freunde. Bis dahin.